Hallo ihr Lieben, heute gibt's eines meiner Lieblingstorten. Ich bin ja ein kleiner Snickers-Suchti und deshalb zeige ich euch heute die ultimative Snickers-Torte. Mir war es vor allem wichtig, dass die Torte nicht zu mächtig ist und dass sie trotzdem aber die typischen Snickers-Eigenschaften hat, nämlich Schokolade, das Karamell und die salzigen Erdnüsse. Und jetzt zeige ich euch alles, was ihr für die leckere Torte benötigt. Das ist zum einen mein saftiger Schokoboden. Das Video dazu verlinke ich euch unten in die Infobox und den habe ich bereits in der Hälfte durchgeteilt. Für die Karamellschicht benötigen wir Schlagsahne, Zucker und gesalzene Erdnüsse. Um unser Karamell zuzubereiten, geben wir den Zucker in eine beschichtete Pfanne und lassen das bei mittelhoher Hitze schmelzen. Dieser Prozess hat bei mir bis zu 15 Minuten gedauert. Natürlich kommt es zu Hause bei euch auf euren Herd an, wie lange das Ganze zum Karamellisieren braucht. Und auch wenn sich Stückchen bilden und Klümpchen, verzweifelt nicht, rührt einfach immer weiter und wartet, bis der Zucker karamellisiert. Sobald dann alle Klümpchen verschwunden sind und der Zucker komplett karamellisiert ist, geben wir die Schlagsahne mit hinzu. Durch den Temperaturunterschied wird das Ganze jetzt einmal klumpen und dann rührt ihr einfach ständig weiter auf mittlerer Stufe und das Ganze löst sich auf und verbindet sich zu einer einheitlichen Masse. Nachdem dann alles noch einmal aufgekocht wurde und die Klümpchen verschwunden sind, schalten wir den Herd aus und geben die gesalzenen Erdnüsse mit hinzu. Ich rate euch auf jeden Fall zu den gesalzenen und gerösteten Erdnüssen, denn die schmecken viel besser. Ich habe das Ganze auch mit ungesalzenen Erdnüssen ausprobiert und das Ganze war dann viel zu mächtig. Die Masse lassen wir jetzt etwa 15 Minuten an der Seite stehen und machen mit unserem Tortenboden weiter. Den Tortenboden gebe ich mir auf eine schöne Tortenplatte und lege da einen Ring drumherum, damit wir das Ganze gleich ordentlich schichten können. Den ohnehin schon super saftigen Schokoboden tränke ich jetzt nochmal mit Zuckersirup, damit der Geschmack noch intensiver wird. Wie ich den hergestellt habe, das habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt und schreibe es euch auch gerne nochmal unten in die Infobox. Alternativ könntet ihr den Boden auch mit Kakao tränken oder mit irgendeinem Saft. Ich finde allerdings, dass der Zuckersirup einfach optimal hineinpasst. Jetzt geben wir die noch warme Karamellmasse auf den Schokoboden und verteilen sie gleichmäßig. Unser Karamell ist später nach dem Auskühlen übrigens nicht steinhart, sondern richtig schön weich und man kann den Kuchen richtig gut durchschneiden. Nun muss die Karamellschicht in den Kühlschrank, damit sie vollständig auskühlen kann und wir mit der nächsten Schicht weitermachen können. Ich zeige euch allerdings schon mal die Zutaten für die nächste Schicht. Das ist einmal Marshmallow Fluff, außerdem weiche Butter, cremige Erdnussbutter und Puderzucker. Für diesen Schritt gebe ich jetzt die folgenden Zutaten in meine Küchenmaschine. Einmal die weiche Butter, die cremige Erdnussbutter. Es gibt nämlich auch diese crunchige Erdnussbutter und die brauchen wir nicht. Nehmt auf jeden Fall die cremige und außerdem noch den Puderzucker. Das Ganze lasse ich dann etwa 2 bis 3 Minuten cremig aufschlagen. Ihr könnt selbstverständlich auch euer Handrührgerät verwenden. Nachdem alles cremig gerührt wurde, geben wir unser Marshmallow Fluff dazu.
Das Marshmallow Fluff findet man ja mittlerweile in gut sortierten Supermärkten. Schaut da einfach mal in der Abteilung, in der es auch Marmelade zum Beispiel gibt. Oder in manchen Supermärkten ist das auch in der Amerika-Ecke. Oder fragt am besten mal nach, aber ich bin mir sicher, dass ihr auch einen Supermarkt in der Nähe habt, der dieses Marshmallow Fluff verkauft. Nachdem sich dann alle Zutaten gut miteinander verbunden haben und das Marshmallow Fluff gut eingearbeitet wurde, ist die Creme fertig. Die Erdnusskaramellschicht ist in der Zwischenzeit vollständig ausgekühlt und das ist auch ganz wichtig, denn ansonsten würde jetzt die Marshmallow-Creme durch die Hitze schmelzen. Die Creme wird dann schön glatt gestrichen und das funktioniert am allerbesten mit einer Winkelpalette. Anschließend geben wir darüber dann unseren zweiten Schokoboden. Damit wir den Schokoladenboden jetzt auch noch schön mit dem restlichen Zuckersirup tränken können, habe ich ihn mit der Schnittseite nach oben auf die Creme gelegt. Damit die Creme jetzt auch noch mal schön fest werden kann, geben wir die Torte zugedeckt für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Anschließend bereiten wir den Schokoguss zu und hierfür benötigen wir Vollmilchkuvertüre und Butter. Außerdem habe ich für die Deko noch Snickers und Erdnüsse beiseite gelegt. Für unser Wasserbad geben wir etwas Wasser in einen Kochtopf, lassen das einmal aufkochen, schalten den Herd dann aus und lassen in einer separaten Schüssel 2/3 der Vollmilchkuvertüre in der Resthitze des Wassers schmelzen. Nachdem dann alles vollständig geschmolzen ist, geben wir die restliche Kuvertüre mit hinzu und lassen das dann nochmal in der Resthitze der Schokolade schmelzen. Zu guter Letzt wird noch die Butter mit hinzugegeben und auch unter Rühren in der Schokolade geschmolzen und dann ist unser Guss auch schon fertig. Durch das Temperieren der Kuvertüre hat sie jetzt die perfekte Konsistenz und einen richtig schönen Glanz. Nun können wir unsere Torte aus dem Tortenring befreien und hier gehe ich ganz gerne nochmal mit einer Palette an den Rand entlang, damit auch nichts mehr anklebt. Jetzt geben wir den vorbereiteten Schokoladenguss auf die Torte und verteilen ihn sowohl an der Oberfläche als auch am Rand der Torte. Für die Deko habe ich mir die Erdnüsse noch etwas feiner gehackt und gebe sie an den unteren Rand der Torte. Solange der Schokoladenguss auch noch nicht fest geworden ist, kleben sie wie von alleine.
Für die Oberfläche der Torte schneide ich mir meine Mini-Snickers nochmal durch 3 und verteile sie dann auf der Oberfläche. Ihr könnt selbstverständlich auch die normal großen Snickers nehmen, allerdings finde ich, dass die Mini-Snickers angeschnitten nochmal etwas süßer aussehen, aber ist natürlich auch wieder vollkommen euch überlassen. Für das letzte Finish gebe ich jetzt noch ganze Erdnüsse zwischen die Riegel und dann ist meine Snickers-Torte auch schon fertig. Bevor ihr sie serviert, muss nur noch ganz kurz der Schokoladenguss antrocknen und dann könnt ihr sie euch endlich schmecken lassen. Hier seht ihr die wundervolle Snickers-Torte im Anschnitt, meiner Meinung nach eines der leckersten Torten, die ich je gegessen habe. Falls ihr auch solche Snickers-Fans seid oder jemanden kennt, der Snickers über alles liebt, dann habt ihr jetzt Folgendes zu tun. Klappt die Infobox auf, macht euch einen Screenshot von den Zutaten und lauft zum Supermarkt. Diese Torte müsst ihr probiert haben. Falls ihr mir übrigens noch nicht auf Instagram folgt, dann solltet ihr das schnellstens nachholen, denn dort erfahrt ihr immer, welches Video als nächstes kommt und ihr könnt mir dann auch gerne Vorschläge hinterlassen. Ey, das ist mein Part. Heute bin ich mal dran. Ich muss mich stärken, muss gleich zur Arbeit. Wie schmeckt der denn so herrlich? Mmh, lecker. Gib mir auch. Ja, danke. Lecker. Voll geil, ne? Super, echt. Mhm. Richtig lecker. Das hast du schon hinbekommen. Schon gerade auf, ne? Oh. Ne, das hast du schon wirklich auf. Ich hab geil gesagt. Ich bekomme so oft Fragen. Kiki, was machst du mit den ganzen Torten? Isst du die alle alleine? So, die hier geht jetzt direkt zu Hamzas Familie. Ein paar Stücke für meine Familie reserviert und der Rest geht an Hamza. Und ich muss gleich arbeiten.